Wenn wir über Preußen sprechen, wollen wir ein bisschen noch einmal zu dieser berühmten Staatsidee etwas sagen, zur territorialen Größe Preußens etwas. Wir wollen auch noch mal einen Ausflug ganz woanders hin machen, mal weit weg auch von Potsdam, nämlich nach Bonn. Und wir wollen natürlich auch noch mal die ja immer wieder diskutierten Dinge des 20. Jahrhunderts streifen, die eben zur Dauerdebatte hier in Potsdam um die Garnisonkirche geworden sind. Und zunächst mal, lieber Herr von Tresco, glaube ich, müssen wir ja zunächst noch mal klären, in welchem Verhältnis Sie zu Henning von Tresco stehen. Weil natürlich rein biologisch sozusagen könnten Sie ja noch der jüngste Sohn Hennings gewesen sein, aber Sie sind es nicht. Vielleicht noch mal zur Aufklärung, welchen Tresco haben wir hier auf der Bühne? Ich bin weder der Sohn noch der Neffe, Urenkel von Henning von Tresco, sondern ein entfernter Verwandter, wie das Frau Kuster schon richtigerweise gesagt hat. Kurzer Ausflug. Wir haben einen gemeinsamen Verwandten in der zweiten Generation unseres Geschlechts. Unser Geschlecht beginnt 1336. Und der Sohn des Stammvaters, Hermann, hatte drei Söhne. Hans, im Mannesstamm erloschen, Rüdiger und Klaus. Während nun Henning von Tresco an der immer noch intakten Rüdiger-Linie hing, hänge ich an der immer noch intakten Klaus-Linie. Und wir gehören beide der 18. Generation an. Die 21. ist bereits geboren. Also da war viel anderes Blut dazwischen. Wir werden ja schließlich von Müttern geboren und nicht von Vätern. Also es ist so, dass ich jetzt, glaube ich, 17 Mal Ur und so weiter sagen müsste, damit wir am selben Stammesvater, nämlich dem Sohn des Familiengründers rauskämen. Also eine sehr weite Entfernung. Ja, vielen Dank erstmal für diese Aufklärung. Man braucht hier nur mal den Gotha aufschlagen, dann sind ja mehr als 20 Seiten alleine den Trescos gewidmet. Und nun kommen wir auch gleich über die Trescos zu dieser zentralen Idee, von der Sie sprachen, dieser preußischen Staatsidee, die natürlich weit ins 17. Jahrhundert hinweg geht und die im Grunde genommen ein Vertrag war, den der Großvater Friedrich Wilhelm I. mit den Ständen geschlossen hat. Also wenn wir mal das jetzt modern sagen, den Eliten und die wichtigsten Stände waren natürlich der Adel, dazu gehörten aber auch die Städte, die dem Landesherrn sagten, ich bestehe dir auf Dauer zwei Steuern, mit denen wird zukünftig das stehende Heer finanziert und ihr, der Adel, ihr werdet vor allen Dingen das Offizierskorps stellen. Und so ist das natürlich auch mit der Familie von Tresco gewesen. Ich glaube, ich habe mindestens 10, 12 Generäle oder Feldmarschälle gezählt. Das ist richtig. Und 6 Polemeritträger. Nun müssen wir, wenn wir über diese Idee sprechen, natürlich auch immer wieder sagen, wenn wir vom 17., 18. Jahrhundert sprechen, dann sprechen wir von einer Zeit der Vormoderne. Wir sprechen auch von einer Armee, die mit einer modernen Armee sehr wenig zu tun hat. Vielleicht sollten wir für den Publikum noch mal kurz erklären. Zunächst war es eher eine Kostenfrage, wenn man Offizier werden wollte. Und es lohnte sich eigentlich erst, wenn man im Rahmen der Kompaniewirtschaft, wenn man das jetzt mal so stehen lassen, eben auch Einnahmen über diesen Offiziersberuf bekam. Es hat also, das will ich nur als Beispiel nennen, etwas mit einer modernen Armee nur ganz, ganz am Rande zu tun. Aber jetzt haben Sie ja schon von der Treu und Redlichkeit gesprochen. Zu dieser Geschichte gehören natürlich auch unverändert die preußischen Tugenden. Ich habe mir die nochmal rausgeschrieben. Bescheidenheit, Ehrlichkeit, Fleiß, Gerechtigkeitssinn, Ordnungssinn, Pflichtbewusstsein, Pünktlichkeit, Redlichkeit, Sauberkeit, Sparsamkeit, Unbestechlichkeit, Zurückhaltung, Gottesfurcht und Toleranz,
und natürlich die Gottgefälligkeit der Arbeit. Andreas, das, glaube ich, hat aber nicht irgendein böser Preuße erdacht, sondern das hängt mit diesem hallischen Pietismus, dieser Erneuerungsbewegung nach dem 30-jährigen Krieg zusammen. Ja, es ist einerseits ja so, dass Friedrich Wilhelm der Erste aus der Familiengeschichte her reformiert, also Calvinist war. Aber er hat sich eben nicht wirklich darum geschert, welche Glaubensrichtung seine Untertanen hatten. Und er hat sogar sehr bewundert August Hermann Francke, ich nehme an, auf den willst du hinaus, ja, der also in Halle dieses Waisenhaus gegründet hat, was ja bis heute existiert. Und dort hat sich Friedrich Wilhelm der Erste eingebracht und hat auch mit Francke ganz genau überlegt, was kann er in Potsdam tun. Und er hat in Potsdam ja dann 1722 bis 1724 das Waisenhaus gegründet, das Militärwaisenhaus, was übrigens lustigerweise, da er ja an so gut wie kaum Kriegen beteiligt war, jedenfalls keinen selber angefangen hat, gab es also eigentlich auch keine Kriegsweisen. Das hatte eigentlich einen anderen Zweck, nämlich seine Soldaten, damit sie nicht auf andere Gedanken kommen, sollten also ruhig auch die Bürgerstöchter hier verführen können. Und deswegen gab es da auch gewisse Nachkommenschaft, die eigentlich als unehelich galt. Das waren sogenannte Konkubinate. Und die Soldatenkinder wurden dann in dieses Waisenhaus gesteckt. Einerseits vielleicht ganz furchtbar für manchen, aber auf der anderen Seite, wenn man die Gesamtbevölkerung betrachtet, waren die sogar privilegiert. Denn die haben natürlich einen anständigen Beruf gelernt und haben also auch sich dann gesellschaftlich in höhere Ebenen bewegen können. Und was ich noch sagen will, dieser Pietismus, übrigens hat August Hermann Francke auch in der Garnisonkirche gepredigt, ich kann es sogar auf den Tag genau sagen, nämlich am 11. März 1725. Jetzt werden Sie überlegen, aha, Garnisonkirche ist ja erst 32 fertig geworden. Es gab aber den berühmten Vorgängerbau, der dann abgerissen werden musste und da hat er gepredigt. Und was ich noch erwähnenswert finde aus der Zeit Friedrich Wilhelms I., der ja bekanntermaßen ein frommer Mann war, wenn auch manchmal etwas aufbrausend, übrigens hinterher immer wieder sich beim lieben Gott entschuldigend, auch bei seinen Offizieren manchmal, wenn er übers Ziel hinausgegangen ist. Er hat als gläubiger Mensch eben nicht, die sind ja meistens unduldsam gegen andere Glaubensrichtung. Und das hat er eben gerade nicht so verfolgt. Es gab hier die erste katholische Kirche in Preußen nach der Reformation. Gerade vor ein paar Tagen haben die 300 Jahre ihres Bestehens gefeiert. Es gab eine moskowitische Kirche, also eine russische Garnisonkirche, die stand am Ende des langen Stalls, am anderen Ende. Hat nichts mit der heutigen Kapelle auf dem Kapellenberg zu tun. Es gab Ungarn, die einen Raum im Waisenhaus hatten, verrückterweise sogar. Es gab ja 22 Türken in der preußischen Armee und die haben im Waisenhaus einen Saal eingerichtet bekommen, den sie als Moschee nutzen durften. Also ständig, das war nicht nur mal so eingeräumt, sondern das war ein Moscheeraum. Allerdings gab es einen Wermutstropfen, die mussten Sonntag ihren Gottesdienst feiern und nicht Freitag. Aber ja. Also das wäre mal so die Sache, was mit preußischer Toleranz natürlich zu tun hat. Und da bewundere ich den Soldatenkönig viel mehr als den alten Fritzen, weil der, da konnte man ja glauben, was man wollte, der war ja nicht fromm, aber eben gerade der Vater war fromm und trotzdem hat er diese Linie durchgehalten und auch an der Garnisonkirche selber sieht man ja, da waren ja mehrere Gemeinden. Da gab es eine reformierte und eine lutherische Gemeinde und es gab eine Zivilgemeinde und eine Militärgemeinde. Also auch an dem Ort selbst gab es mehrere Richtungen der Gläubigen, die sich gegenseitig bis dahin übrigens bekämpften. Ja. Erster Punkt sozusagen in unserem Gespräch. Ich wollte damit feststellen, dass es zwei wichtige Dinge gibt des Preußischen, die sich dann bis weit in das 20. Jahrhundert hineinzogen. Das ist die besondere Königstreue der Eliten, hier insbesondere der Adel. Das ist die
enge Bindung an den christlichen Glauben. Und jetzt müssen wir natürlich ein bisschen was zum Territorium sagen. Und da freue ich mich, hier den richtigen Gesprächspartner mit Herrn Geppert zu haben, der lange Jahre an der Universität Bonn gelehrt hat und an der Bonner Universitätsgeschichte so intensiv gearbeitet hat. Denn das, was im 19. Jahrhundert geschieht, nach dem Wiener Kongress, die Ausweitung auch Preußens in den Westen, wenn ich heute ab und zu mal jemand sage, also denke bitte dran, Preußen ging von Trier bis Königsberg, von Flensburg bis Erfurt und Breslau, dann gucken die mich immer ganz groß an. Und in Bonn wird 1818 die dritte Friedrich-Wilhelm-Universität in Preußen gegründet. Und sie ist etwas ganz Besonderes. Sie wird nämlich die preußische Prinzenuniversität. Ja, ist in der Tat... Mikro ist an, oder? Ist ja, ja, ist an. Vernehmen? Ja. Ist in der Tat, glaube ich, wichtig, sich Preußen, Herr von Treskow hat es gesagt, als Erfindung der Staatsräson. Das hängt natürlich auch damit zusammen, dass Preußen eben ein Verbund von Regionen ist, die sehr, sagen wir, nicht erst seit 1815, aber dann besonders über die Landkarte in Mitteleuropa verstreut sind und die erstmal zusammengehalten werden müssen. Wir haben gehört, Militär ist wichtig, Rechtsstaat, das Rechtssystem ist wichtig, wir haben auch Kulturstaat, was auch integrativ wirkt und deswegen ist die Bonner Friedrich-Wilhelms-Universität wichtig, Integration durch Wissenschaft, durch Universitätspolitik. Also diese dritte Friedrich-Wilhelms-Universität nach der Berliner 1810 und der Breslauer 1811 ist der Versuch, in den katholischen Rheinlanden sozusagen über Wissenschaft integrativ zu wirken, wohl auch so ein bisschen einen protestantischen Geist in diese katholischen Rheinlande zu pflanzen. Und die Verbindung von Wissenschaft und Protestantismus ist sehr eng in den Köpfen der Zeitgenossen. Und die Katholiken in Bonn tun sich schon schwer, sozusagen peu à peu auch mal die ein oder andere Professur zu ergattern. Aber das ist sozusagen ein Verhältnis, was durchaus sich weiterentwickelt. Und insofern ist die Bonner Universität, die übrigens die einzige ist von den dreien, die immer noch Friedrich-Wilhelms-Universität heißt, was ja auch ganz interessant ist und was aussagt über die Traditionsbildung, die preußische, die dort noch beheimatet ist im Rheinland, die wird eben zur Prinzenuniversität, auch, würde ich sagen, zum Teil wieder aus einem Integrationsgedanken, so wie die britische Monarchie ihren Prinzen William nach Schottland geschickt hat, nach St. Andrews zum Studieren, um den Schotten sozusagen ein bisschen entgegenzukommen. So schickt man die preußischen Prinzen und Kronprinzen dann gerne nach Bonn, um hier den Zusammenhalt zu stärken. Was auch eine Rolle gespielt hat, ist keine Residenzstadt, also das Leben ist billiger in Bonn und gleichzeitig ist es natürlich eine schöne Landschaft. Man sagt, man kann da auch gut leben und dieses, die Rheinromantik spielt eine große Rolle im 19. Jahrhundert. Das Konglomerat dieser Dinge zusammengenommen führt dann dazu, dass Bonn zur Prinzenuniversität wird. Also bis zum letzten Kronprinzen, nicht? Wenn man ja, also der sozusagen der ganz oben auf der Liste der Prinzenentsender nach Bonn ist natürlich Wilhelm II., der, ich glaube, 5 seiner Söhne nach Bonn zum Studium schickt, unter anderem den Kronprinzen Wilhelm. Die sind nicht alle die erfolgreichsten Studierenden dort, aber sie tragen natürlich dazu bei, dass die Universität attraktiv ist und auch, man würde heute sagen, in den Medien ist und Aufmerksamkeit erringt. Und das wichtigste Studentenkorps heißt natürlich, wem wundert's, Borussia. Ne? Und es gibt natürlich auch eine enge Verbindung zur Bonner Garnison. Ja, das ist sowieso, wenn man mal schaut, in Preußen und auch in den anderen deutschen Ländern, die Garnisonsstädte sind auch, also alle Universitätsstädte sind auch Garnisonsstädte, wegen der Einrichtung des einjährig Freiwilligen, wo man eben versucht hat, die Elite des Landes sozusagen mit einem verkürzten Militärdienst auch an den Universitäten zu bringen und denen dann einen verkürzten Militärdienst vor Ort zu ermöglichen. Und deswegen haben sie die Vorstellung, dass das Korps Borussia im Grunde sowas wie das erste Garderegiment zu Fuß ist, das Bonn. Ist auch eine Verbindung zwischen Potsdam und Bonn, als traditionelle Erziehungsstätte des prinzlichen oder des adligen Nachwuchses in Preußen. Mm-hmm. Jetzt müssen wir noch einmal auf den Protestantismus zurückkommen.
Andreas, es gibt ja eine Besonderheit, mit der natürlich auch die Garnisonkirche zusammenhängt. Das ist die Preußische Union, die 1817 gebildet wird. Der lange Versuch, ja nun eine gemeinsame protestantische Kirche zu schaffen, um diesen Glaubensspalt zu überdecken. Also es hat natürlich wie immer auch ganz persönliche Gründe gehabt, denn Friedrich Wilhelm III. War reformiert und die berühmte Königin Luise, seine Frau, war lutherisch und die konnten nicht gemeinsam zum Abendmahl gehen, das gab es damals nicht. Und das war also wahrscheinlich die große Triebkraft für Friedrich Wilhelm III. Andererseits hatte ja schon der große Kurfürst eigentlich angestrebt und auch Friedrich I. hat schon Simultankirchen gebaut, wo also beide religiösen Strömungen unterkamen und sich im Gottesdienst abwechselten. Und Friedrich Wilhelm III. Hat das dann als vorbildhaft die neue Agenda, also die neue Gottesdienstordnung, die Elemente des Lutherischen und des Reformierten in sich trug, praktisch dann durchexerzieren lassen. Das ging natürlich in der Militärkirche am allerbesten, das ist völlig klar. Das war also beim Reformationsjubiläum am 31. Oktober 1817. Und erst ab dieser Zeit beispielsweise hatte die Garnisonkirche auch ein Kruzifix und Leuchter auf dem Altar. Das gab es vorher nicht, weil die reformiert eingerichtet war. Und die Reformierten sind so schlicht und einfach, dass es nur einen einfachen Tisch gibt. Die haben nicht mal einen Taufstein. Das Taufbecken wurde auf den Altartisch, also auf den Abendmahlstisch gestellt. Also, und dann ging es noch weiter unter Friedrich Wilhelm III., dass die Kirche dann mit Gemälden ausgestattet wurde. Das kann sich ein Reformierter überhaupt nicht vorstellen. Also die haben ja Bilderverbot und Sie kennen die Bilderstürmergeschichte vielleicht noch aus dem Geschichtsunterricht. Das war dann alles vergessen. Jetzt wurden also lutherische Elemente zugelassen. Die sind zwar bald wieder rausgeflogen, existieren aber bis heute und werden in der neuen Garnisonkirchenausstellung sicherlich auch einen Platz finden. Aber die sind so riesig, dass da höchstens ein, zwei Bilder Platz finden werden. Aber die gibt es eben noch. Und das war ein äußeres Zeichen dafür, dass man diese beiden Konfessionen zusammengeführt hat. Was man nicht verschweigen darf bei dieser Angelegenheit, ist, dass natürlich wie immer auch ein paar nicht mitgemacht haben. Und so bildete sich die altlutherische Kirche damals. Die wollten also mit den Reformierten weiter nichts zu tun haben, woraufhin die eine Weile verboten waren. Erst Friedrich Wilhelm IV. Hat sie dann wieder zugelassen. Und die reformierte Kirche, ist auch die französisch reformierte, ist zwar Bestandteil der Landeskirche, aber hat einen extra Status, weil sie ihre alte Gottesdienstform behalten durften. Also so tolerant war man denn doch wieder. Bevor wir noch gleich jetzt natürlich dann auch auf Henning von Treskow kommen, noch eine Frage an den Bonn-Kenner. Tatsächlich verstand sich die Bonner Universität auch eben, wie Sie es schon andeuteten, als protestantische Trutzburg dem katholischen Rheinlande. Ja, es gab einen langen Streit überwiegenden katholischen Mehrheit. Sie wären massiv unterrepräsentiert unter den Professoren. Das war auch so. Das war aber natürlich, hing auch zum einen damit zusammen, dass das Bildungsniveau in den protestantischen Kreisen höher gewesen ist, dass die Katholiken in der Regel ärmer gewesen sind und ich sage das jetzt selber als Katholik sozusagen etwas bildungsferner gewesen sind. Und das ändert sich dann im Verlauf der Zwischenkriegszeit, als dann, wir haben es ja gehört, von der demokratischen Bollwerk Preußen, zu dem Bonn ja dann immer noch gehört. Es gibt ja Preußen eben über 1918 hinweg, wo dann die Katholiken massiv aufholen und im Grunde die Universität zunehmend auch eine katholische Universität dann in der Zwischenkriegszeit wird. Aber im Kaiserreich ist es dezidiert so, dass der Gedanke ist, dass man, die Katholiken so ein bisschen Bildung zu erziehen hat.
Sie haben schon erwähnt, die Zwischenkriegszeit. Wir wollen jetzt noch in der letzten großen Runde unseres Gesprächs genau auf diese Problematik des 20. Jahrhunderts zu sprechen kommen. Und dazu gehört natürlich zunächst die Urkatastrophe. Und diese Urkatastrophe, das war der Erste Weltkrieg. Herr von Treskow-Henning tritt als 17-Jähriger in das erste Garderegiment zu Fuß ein in der Kriegszeit. Er ist, glaube ich, auch der jüngste Leutnant der preußischen Armee und macht diesen Krieg mit. Das ist richtig. Er ist der jüngste Leutnant der Armee, muss wohl ein Überflieger gewesen sein, trotz seiner Bescheidenheit, aber er muss auch sehr radikal gewesen sein in einer Weise, denn Pate, Truppenführer, hat ihm vorausgesagt, Treskow würde entweder Chef des Generalstabes oder auf dem Schafott enden. Mhm, und beide Prophezeiungen sind eingetreten. Dieser Erste Weltkrieg, der ist ja wirklich der große Schnitt des 20. Jahrhunderts. Wir Historiker sagen ja auch immer, da geht das lange 19. Jahrhundert zu Ende und es kommt das kurze 20. Es folgt ja eigentlich mit einer Zwischenfriedenszeit eine Art 30-jähriger Krieg. Und da ist es natürlich jetzt so, dass mit dieser Republik von Weimar, mit auch der Preußischen Republik, das vergisst man ja dabei immer wieder, das ist auch eben ab 1920 dann die Republik Preußen gab, den Freistaat Preußen, dann auch noch immer in dieser territorialen Ausdehnung, das ist nicht durchgesetzt worden in der Weimarer Nationalversammlung, territoriale Größe Preußens zu verändern. Und jetzt kommen wir natürlich zu diesen schwierigen Themen, die natürlich vor allen Dingen mit dem großen Bedeutungsverlust der alten Eliten zu tun haben. Das war in Bonn, denke ich mal, genauso. Jetzt hatte man diese Prinzenuniversität verloren. Und in Potsdam war es natürlich nun noch dramatischer. Man hatte alles sozusagen verloren. Man hatte die Garnison verloren, diese besondere Garnison. Man hatte den Kaiser, man hatte den Hof verloren. Nur Teile der Behörden blieben noch. Und das ist diese Gemengelage, in der eben im Grunde genommen dieses Potsdamsche, was man dann den Potsdamer Geist nannte, entstand. Kurt Hesse, das ist der Freund Henning von Treskows, der mit ihm auch eine Weltreise machen wird, schreibt 1967 ein Buch, das heißt Der Geist von Potsdam, ein heute fast vergessenes Buch, in dem er seine zweite Wiederbegegnung mit Potsdam nach dem Ersten Weltkrieg schildert, wo er genau an jenem Tag in die Garnisonkirche auch geht, als der Ludendorff hier war. Das, was also heute eben immer wieder als die große Gegenveranstaltung zur Nationalversammlung gilt und wo im Grunde genommen ja auch noch einmal klar wird, dass es hier eine große Unversöhnlichkeit der politischen Lager geben wird. Andreas, jetzt wollten wir noch mal kurz etwas zu dieser Garnisonkirche selbst sagen, weil diese Garnisonkirche natürlich insofern vorher schon etwas Besonderes war. Sie war die Immediatskirche des Königs. Und jetzt hatte sie auch einen besonderen Status. Sie war im Staatseigentum. Ja, sie war im Staatseigentum, war also verwaltet vom Militärfiskus. Und der Regierungspräsident von Potsdam hatte darüber seine Hand. Und ich habe also in den Akten zum Beispiel Sachen gefunden, wenn irgendein Maler einen Rundblick von oben malen wollte und auf den Turm wollte, anders als es demnächst passieren wird, da durfte keiner hoch. Er musste sich eine Bescheinigung vom Regierungspräsidenten holen. Trifft übrigens auch für den berühmten Max Bauer, für den Fotografen, der eigentlich Bayer war und hier seine neue Heimat gefunden hat.
und leider in 50er Jahren dann wieder entfleucht ist, weil er es nicht mehr ausgehalten hat wegen der politischen Verhältnisse, ist also in Bayern gestorben. Also diese Leute, und das ist übrigens auch der Hintergrund, weshalb der Tag von Potsdam überhaupt da stattfinden konnte. Ich muss mal was zitieren. Weil immer wieder zu lesen ist, der spätere Bischof Dibelius, vorher also Generalsuperintendent der Kurmark, habe praktisch die politische Veranstaltung dorthin geholt. Dorthin geholt hat sie ein Potsdamer Magistratsrat namens Bestehorn, der NSDAP-Mitglied war, wie ja die meisten Beamten in der damaligen Zeit. Und nachdem vorher... Also Potsdam war ziemlich schnell klar, weil Hitler gerne die ganzen preußischen Generäle, die hier und die Fons und Sues, sage ich mal salopp, auf seine Seite ziehen wollte, war ziemlich schnell klar, nach dem Reichstagsbrand, wo man also nicht mehr den Reichstag eröffnen konnte, muss man nach Potsdam gehen. Und es war erst der Marmorsaal des Stadtschlosses im Blick und dann der lange Stall. Da gibt es ja sogar Ausschmückungsentwürfe, kann man in meinem Buch auch angucken. Und dann ist aber dieser Magistratsrat Bestehorn darauf gekommen, die einzige Stelle in ganz Deutschland, wo praktisch dieses neue Reich gegründet werden kann, ist unter den Mahnen Friedrichs des Großen, der ja in der Kirche lag. Und da war er natürlich, hat er Hitler sofort überzeugt. Und dann ist das hier losgegangen. Und am 1. März 1933 hat er das vorgebracht. Und am folgenden Tage gab es eine Begehung der Kirche. Und da war Dibelius dabei und Herr Bestehorn auch. Und Herr Bestehorn als NSDAP-Mitglied schildert diese Begegnung so, dass der damalige Generalsuperintendent der Kurmark, Dr. Dibelius, aus religiösen Gründen glaubte, Widerstand leisten zu müssen und sich auf den Standpunkt stellte, dass die Kirche über aller politischen Ordnung stehe und völlig unabhängig sei, sowohl im faschistischen wie auch im kommunistischen. Verrückt, dass kommunistisch auch stand, aber es steht im Originaltext von 1937, was er selbst veröffentlicht hat. Niemals würde die oberste Kirchenbehörde zulassen, dass ein Reichstag das Gotteshaus zu einer Versammlung nutzen dürfe. Das war die Meinung der Kirche, des obersten Vertreters der Kirche. Warum ist es doch anders gekommen? Weil die Kirche nicht im Besitz, dieses Haus nicht im Besitz der Kirche war, sondern im Besitz des Staates. Ja. Wir kommen gleich nochmal auf den Tag von Potsdam zu sprechen. Ich möchte zunächst etwas noch mit Ihnen besprechen, was wir heute uns kaum vorstellen können. Gerade auch, wenn gerade diese Vergleiche zur Weimarer Zeit ja jetzt immer beliebter werden. Das ist die Gewalterfahrung tausender Zurückgekehrter aus dem Krieg. Das waren sowohl die Studenten, nicht, soweit sie überlebten und zurückkehrten. Das waren die demobilisierten Soldaten, die also noch eine zusätzliche Gewalttätigkeit letztendlich in die gesamte Politik brachten. Weil wir können uns das ja heute kaum noch vorstellen, dass die politischen Parteien hatten alle paramilitärische Einheiten, Verbände, nicht? Ja. Ja, wobei man sagen muss, es ist wahrscheinlich die Gewalttätigkeit, die Brutalisierung im Kriege das eine und dann natürlich die Schwierigkeit mit der Niederlage umzugehen das andere. Denn die Brutalisierung im Krieg haben sie natürlich auch in den westlichen Gesellschaften, in Großbritannien und in Frankreich, während sie ziemlich deutlich sehen, dass die Gewaltsamkeit der Verhältnisse dann nach dem Krieg sehr, sehr stark ausgeprägt ist in den Ländern, die eben auf der Verliererseite gestanden haben. Und das betrifft ja nicht nur Deutschland, da ist Deutschland gar nicht mal an der Spitze derjenigen Länder, wo diese Brutalisierung und Gewaltsamkeit der Verhältnisse nach 1918/19 um sich greift. Aber es gehört eben, glaube ich, mit dazu, nicht nur zu sagen, es ist sozusagen die Kriegserfahrung, sondern es ist auch die Erfahrung im deutschen Fall der unverdauten, der unerwarteten Niederlage, die Legende, der Mythos, die Fake News vom Dolchstoß und das aus der Verantwortung stehlen der Militärs, Hindenburg und Ludendorff am Ende des Krieges. Das ist, glaube ich, nicht zu unterschätzen für die
Destabilisierung oder Fragilität der Republik. Und das Zuschieben zu den Sozialdemokraten. Wer hat uns verraten? Die Sozialdemokraten. Das haben sie sehr raffiniert gemacht. Richtig, das ist auch nochmal wichtig zu nennen, dass eben dieses Versailles, ja, das schwebte immer und überall in jeder Debatte. Herr von Dretzko, Sie haben ja das erwähnt, es gibt diesen 20. Juli zweimal. Es gibt diesen 20. Juli 1932, dieser sogenannte Preußenschlag. Der Hintergrund ist eine Landtagswahl in Preußen, die dazu führt, dass es über lange, lange Zeit einfach keine Mehrheiten gibt für eine Regierungsbildung. Das nutzt Papen aus, um im Grunde genommen die Reichsexekution über Preußen anzuwenden. Es gab diesen Artikel 15 der Weimarer Reichsverfassung, wo es der Reichsregierung erlaubt war, Beauftragte in die Länder zu schicken, wenn eigentlich Reichsgesetze nicht durchgesetzt oder nicht eingehalten werden. Das ist der Hintergrund. Und in der Tat, da ist das Infanterieregiment 9 als Nachfolge dieser preußischen Garde dabei, das zu unterstützen. Es gibt ja keine Reichspolizei, das machte die Reichswehr. Und so kam es, dass das, glaube ich, dritte Bataillon, das in Ruhleben lag, da tätig wurde. Die Tragik ist ja tatsächlich, dass am Ende nur noch die Sozialdemokraten für die Republik waren. Dass der Preußenschlag auch etwas dann folgen ließ, was eine sozialdemokratische Strategie zunichte machte. Die Sozialdemokraten hatten immer gedacht, sie haben ja die größte Landespolizei Deutschlands in der Hand. Sie wird dafür sorgen, dass die Nazis nicht an die Macht kommen werden. Aber das wird eben nicht mehr stattfinden, weil im Grunde genommen hier schon die Reichsregierung die Hand auf die größte Landespolizei haben wird 1933. Was ich Sie noch fragen wollte, bevor wir eben auch zu dem Tag von Potsdam kommen: Welche Ursachen hatte es eigentlich, dass auch die alten Eliten sich nationalsozialistischen Vorstellungen näherten? Ist ja so etwas heute, was wir uns noch nicht vorstellen können. Ja, zum ersten Mal die Sozialisierung dieser Offiziere oder auch der Bürgerschaft. Das war kaiserlich geprägt. Hindenburg hat es verstanden, nach seinem Sieg von Tannenberg, man müsste dazu Pyter lesen, mir sind die Augen aus dem Kopf gefallen, als ich das gehört habe. Der war ein Marketingmann, der hat sich aufgebaut über Postkartenvertrieb. Hindenburg war ein Heiliger zu seiner Zeit, nach dem Tannenberg-Sieg, der gar nicht sein eigener war, sondern das hat Ludendorff eigentlich für ihn gemacht. Aber er baute sich auf und das war dann der Ersatzkaiser. Das war der eine Punkt. Der zweite Punkt: Das Militär hatte im Grunde genommen eine Schmach zu verdauen, dadurch, dass ja Versailles vorschrieb, nur noch 100.000 Mann. Alle anderen Soldaten wurden mehr oder weniger arbeitslos. Und es wurde sehr selektiert, wer in das 100.000 Mann her durfte und wer nicht. Um es nochmal an Henning von Treskow festzumachen, der es auch persönliche Empfehlung in diese Armee wieder eingestiegen, 1924. Also es war nicht leicht, in diese Armee zu kommen. Aber im Grunde genommen, nochmal Ihre Frage beantworten, die Sozialisation, die Kaisertreue, die preußischen Tugenden, wenn Sie so wollen, und jetzt vorgreifend auf den 20. Juli, ich glaube nicht, dass es da ein republikanisches, echtes Deutschland gegeben hätte. Mhm. Diese Herrschaften dachten sehr streng national. Ja? Mhm. Das muss man sehen. Ja?
Und wenn man jetzt wieder auf die Zustände geht, Radikalisierungen in den Straßen, durch jede Partei hatte ihre Schlägertrupps, man wollte Ruhe haben und man wollte Ordnung haben. Und das ist dann sehr gut zu verstehen, dass gerade Soldaten sagten, mein Gott, da ist jemand, der hat eine Partei und die will im Grunde genommen das nationale Ethos unterstützend hier einen anderen neuen Staat aufbauen. Das ist für mich nachvollziehbar. Nur die haben zu spät gemerkt, was eigentliche Absicht war und keiner hat Mein Kampf gelesen. Und Herr Gebhardt, war es nicht eigentlich auch so, dass die alten Eliten, es gab ja schon lange in den 30er Jahren die Idee, zu einem neuen, eher autoritären Staatswesen zu kommen, dass man glaubte, man kann Hitler benutzen, man kann die Nationalsozialisten benutzen. Ja, ich glaube, zuerst, das würde ich unterstreichen, muss man eben sagen, der Staatsgedanke, der so zentral ist, wird nicht gleichgesetzt mit der Republik. Nicht? Also das Militär steht auf der Seite des Staates, aber der Staat ist nicht die Republik. Ja. Man kann also diese Unterscheidung machen zu können oder diese Brücke nicht geschlagen zu haben, ist, glaube ich, ganz wesentlich. Und dann kann man sagen, in der Tat, der Staat wird erneuert durch einen Führer, durch eine Führergestalt, die dann im Grunde sowas ist wie der Ersatzkaiser in der Zeit der Massenmobilisierung und im Angesicht eines konkreten Herrschers im Exil, Monarchen im Exil, der sich eben diskreditiert hatte durch die Flucht dann im November 1918. Und ich glaube, dass diese Zusammenhänge schon eine beträchtliche Rolle spielen. Und dann in der Tat, sie spielen jetzt an auf die Intrigen, die sozusagen Hitler durch die Hintertür ins Reichskanzleramt schubsen, dass man glaubt, also Papen glaubt das und macht das Hindenburg weiß, dass man in kurzer Zeit Hitler so weit in die Ecke gedrängt hat, dass er quietscht. Das verkennt völlig die Machtverhältnisse, die Skrupellosigkeit und auch das Mobilisierungspotenzial der Nationalsozialisten. Ja, ja. Und trotzdem ist gerade ja dann, um jetzt noch auf diesen Tag von Potsdam nochmal zu kommen, das ja scheinbar gelungen. Denn die Hauptfigur dieses ganzen Tages ist ja der alte Reichspräsident, dem Hitler ja in der Kirche auch noch huldigt. Darüber ist ja dann Hindenburg so gerührt, dass es eben zu diesem Dankeshandschlag in der Kirche kommt, von dem es kein Bild gibt. Und deswegen wird nachher ein anderes Foto, nämlich die Verabschiedung von Reichspräsident und Reichskanzler, zu diesem Symbolfoto werden. Aber es scheint ja noch so zu sein, dass das so funktioniert. Und jetzt müssen wir noch mal etwas anderes sagen, was, glaube ich, auch viele nicht wissen. Ermächtigungsgesetz gab es sogar mehrere in der Weimarer Republik, die nicht irgendwie beanstandet wurden, sondern aus besonderen Situationen heraus. Und insofern, wir blicken ja natürlich von heute auf dieses zurück, dass man sah, dass es war ja nur für kurze Zeit. Es musste ja wieder neu genehmigt werden. Es wäre eine Frage nach der Zeit der Not, oder? Na, ich würde schon, also nach dem Reichstagsbrand wurde schon dermaßen, jetzt ist mal salopp gesagt, zugelangt und gefoltert und geprügelt von den Nationalsozialisten, dass diejenigen, die dem Ermächtigungsgesetz zugestimmt haben, das schon in dem Wissen und dem Gefühl taten, dass sie da einem anderen Ermächtigungsgesetz zustimmen als denen vorher. Aber es ist also als den Vorläufern, es ist ja auch immer nicht zu Unrecht darauf hingewiesen worden, dass der Notverordnungsparagraf vom ersten Reichspräsidenten Ebert zum Schutze der Republik eben viel öfter gezogen worden ist als von Hindenburg sozusagen zum Abbau. Ja. Aber es ist also als Historiker betrachtet eben doch wichtig, in welchem Kontext und mit welcher Absicht das jeweils geschieht. Und deswegen würde ich sagen, eben sind die Notverordnungsparagrafen und der Ermächtigungsgesetze eben dann der frühen 30er Jahre auch schon für die Zeitgenossen erkennbar was anderes. Ja, wobei man vielleicht auch sagen muss, es ist natürlich es gab, so hart das klingt, eine breite Zustimmung auch nach links hart vorzugehen. Ja?
Ja, ja, das, ich meine, das für, insofern, es gibt eine Massenzustimmung für die Nationalsozialisten und Hitler in dieser frühen Zeit. Nie genug, um die Mehrheit in den Wahlen zu gewinnen, aber doch deutlich genug, um die stärkste Kraft zu werden. Mhm. Ein Aspekt noch um die Garnisonkirche zum Schluss sozusagen, bevor wir vielleicht nochmal was Gedächtnispolitisches sagen, das ist eben, Sie sprechen das ja auch an, Henning von Treskow und die Verbindung zur Garnisonkirche, die Konfirmation seiner Söhne in der Garnisonkirche in einer Zeit, in der diese Kirche Militärkirche, Zivilkirche war, Staatseigentum mit staatlichen Veranstaltungen, das muss man ja auch in diesem Hintergrund sehen, und dass eben es eben auch immer diese zwei Seiten gibt, dass der damalige Feldbischof Dormann mit seiner Wehrmachtskirche stark regierungstreu war, ohne Zweifel, machte aber eine Personalpolitik, die keine deutschen Christen zuließ an der Militärpfarrei der Garnisonkirche. Und so, Andreas, kommt es ja dazu, dass tatsächlich im Krieg als bekennende Kirche ihre Pfarrer verloren, weil die sofort eingezogen worden sind, in die Garnisonkirche gehen. Also hier ist besonders Rudolf Damrath als Pfarrer der Garnisonkirche zu nennen. Inzwischen gibt es ganz deutliche Hinweise und Belege dafür, dass er in den 20. Juli in die Hintergründe eingeweiht war. Und er ist nur dem Schafott entkommen, weil er in englische Kriegsgefangenschaft geriet. Und es gibt Protokolle, die jetzt gerade in diesen Tagen von dem Archidiakon der amerikanischen Kirche in Paris, wo Stülpnagel den Pfarrer Damrath hingeholt hat als Vertrauten. Dort in der amerikanischen Kirche hat die deutsche Wehrmacht praktisch ihre Gottesdienste gehalten. Die wurde okkupiert gewissermaßen. Und dort gibt es heute einen Archidiakon Walter Bär, der ist ein gebürtiger Österreicher, mit dem kann man sich also sehr gut Deutsch unterhalten. Und der hat diese Unterlagen jetzt gefunden und manche Archive sind ja auch gerade erst jetzt geöffnet worden. Auch in England hat er Sachen entdeckt und da wird er auch demnächst mal zu einem Vortrag hier erscheinen und will auch was schriftlich niederlegen. Und das finde ich ganz besonders wichtig, weil immer gesagt wird, naja, dass Henning von Treskow da seine Söhne taufen gelassen hat, das war, weil er eben gerade um die Ecke da seine Kaserne hatte. Konfirmiert, meinte ich ja. Aber es ist eben doch auch ein Pfarrer involviert worden und da gibt es eben dann nicht mehr viel zu sagen, wenn da immer Nazi-Pfarrer geschrien wird. Ja, es geht ja auch nicht darum, jetzt plötzlich die Garnisonkirche zur Widerstandskirche zu erheben, aber eben wichtig war mir jetzt hier auch nochmal im Gespräch zu sagen, es gibt immer mehrere Seiten, es gibt eben das, was Sie ja als Grundtendenz Ihres Vortrags auch hatten, es gibt immer diese beiden Seiten. Eine kleine Abschlussfrage, bevor wir die liebe Frau Kuster auf die Bühne bringen und bitten. Kleinen Moment noch. Herr von Treskow, Sie haben es angesprochen. Die Gemeinde, die übrig gebliebene Zivilgemeinde der Garnisonkirche benennt ihre Kirche um. Ganz auch in sozusagen der Geschichtsverantwortung der Vergangenheit, Heiligkreuz, in Klammern ehemalige Garnisonkirche, so stand es immer auf den Briefköpfen. Und da, Andreas, ist sie ja auch erst eine Gemeindekirche, nicht? Das ist ja, da ist sie wirklich auch vom Besitz her eine Gemeindekirche. Ja, sie ist erst 1947 der Zivilgemeinde übereignet worden. Damit kann man also auch alles, was Herr Gründsig so schreibt, dass die Kirche sich ja um den Wiederaufbau selber nicht gekümmert hatte, schon mal in den Tee drücken, weil natürlich, solange ich nicht Eigentümer bin, kann ich nichts machen. Und dann kam dazu, dass es nichts zu kaufen gab, es gab kein Baumaterial und so weiter. Und deswegen hat es also bis 1950 gedauert. Und das wird ja immer gern überhört, dass die Kirche wieder genutzt war. Die ist seit 1950 wieder genutzt worden als zivile Gemeindekirche in Potsdam.
Potsdam, und zwar die einzige in der Innenstadt. Die Nikolaikirche ist erst 1981 wieder eingeweiht worden. Also es war der einzige Raum in der Innenstadt, der einzige kirchliche Raum, der auch rege genutzt wurde. Und was da weggesprengt wurde, ist, sage ich mal, eigentlich nicht die Militärkirche, sondern eine Kirche einer evangelischen Gemeinde in Potsdam. Ja, ja. Herr Gebhardt, gab es eigentlich in Bonn eine ähnliche kontroverse Diskussion jemals um einen Wiederaufbau eines Gebäudes? Oder nein, das ist, also Sie haben vorhin zitiert in Ihrem Vortrag sozusagen den angeblichen aus der DDR-Sicht Preußenkult in der BRD, den sehe ich eigentlich überhaupt nicht. Also das beginnt fast zeitgleich wie in der DDR, dann in den späten 70er und eher in den frühen 80er Jahren. Es ist eher umgekehrt so, dass in der frühen Bonner Republik der Kanzler Adenauer, der in der Zwischenkriegszeit als preußischer Staatsrat immer noch ganz gerne nach Berlin gefahren ist, auf einmal sozusagen den Antipreußen in sich entdeckt und das auch, sagen wir mal, sehr geschickt und gewinnbringend einbringt in seinem Verhältnis mit den Alliierten, die ja für ihn wichtig sind und von denen er weiß, dass die aufs Preußische nun wirklich nicht gut zu betrachten sind. Und natürlich ist er als katholischer Rheinländer, hat er da sozusagen Ressourcen in sich, die er mobilisieren kann in dieser Hinsicht. Aber also diese Art von Preußen-Debatte um den Preußenkult gibt es nicht. Wie ich überhaupt sagen würde, ich sehe auch den Vorwurf in der Gegenwart sozusagen massiv überzogen. Worum es hier doch geht, ist vor allen Dingen sozusagen um eine Region und um eine Stadt, die sozusagen ihre eigene Vergangenheit und Tradition pflegt und Identitätsbildung hier betreiben möchte. Also von daher muss ich für Bonn sozusagen Leerstelle bekommen. Ja, Andreas, ich wollte kurz nur was sagen zum Preußenkult. Mir ist neulich mal eingefallen, ich habe mal gegoogelt, wie viele Sportvereine in Deutschland, und zwar meistens im Westen von Deutschland, aber auch hier im Osten, Borussia oder Preußen heißen. Ist das auch ein Preußenkult vielleicht? Ja. Es sind übrigens 18 Sportvereine, die ich jetzt schnell gegoogelt habe, und die Preußen heißen und 28 die Borussia heißen. Also sind nicht ganz wenig. Meine Herren, vielen, vielen Dank für dieses interessante Gespräch. Und jetzt holen wir die eine Dame auf die Bühne. Liebe Barbara, du hast das Wort zum Abschluss unserer Veranstaltung. Vielen Dank, meine Damen und Herren.